Lass mich erst den Entzug machen, dann sehen wir weiter, okay? Einfach nur für mich. Nimm deine Finger weg! Herr Ebert ist in seiner Sorge um Sie, noch ehe wir ihn aufhalten konnten, einfach ins Haus gestürmt. Und er hatte recht. Das heißt, ich sitze wegen dir noch heile hier? Das können Sie so sehen. Ich danke dir. Das heißt, Sie verschreiben mir doch was? 500 pro Rezept. Wie abgesprochen. Es wird viel passieren. So, 2,5 auf die Kralle. Bei dem Tarif bleibt's aber. Ist sowieso schon die Oberkante. Es bleibt doch bei diesen 5 Rezepten. Wie soll ich denn das jetzt wieder verstehen? Wie ich schon gesagt habe, das war nur, um zu verhindern, dass Sie sich mit unsauberen Stoff kaputt machen. Die einzig richtige Lösung heißt nach wie vor Therapie. Hey, 2500? Leben Sie schlecht von meiner Sucht? Ich bin Arzt, nicht Dealer. Sehen Sie zu, dass Sie nach dieser kleinen Überbrückung eine Therapie angehen. Nur noch in dieser Hinsicht können Sie in Zukunft Hilfe von mir erwarten. Machen Sie sich mal locker. Von dem Zeug hier ist noch keiner gestorben. Es war letzten Sommer. Schon hübsch tinkern. Es war, als er bei Fechner gearbeitet hat. Wann war denn das? Ist noch gar nicht so lange her. Kommt einem vor wie eine andere Zeit, hm? Hast du eigentlich schon mal wieder was von Mascha gehört? Nur über Frank. Ach ja, er und Kim besuchen Mascha auf der Hochzeitsreise, oder? Wenigstens zweite Glück in der Liebe haben. Es war unser erster Jahrestag. Weißt du was, Basti? Ich probier's noch mal mit Tinker. Sag mal, Olli, wie oft hat dir Tinker gesagt, dass es aus ist, hm? Und dieser John? Ja, was und John? Tinker wird zurück nach London gehen, um da zu arbeiten. Sie wird John wiedersehen. Ja, sie hat doch mit ihm Schluss gemacht. Sie hat mit dir aber auch Schluss gemacht. Vielleicht hat John ja auch so ein Gefühl, hm? Mein Gott, du kannst ihm alles vermiesen, du ehrlich, du. Entschuldige, aber ich glaube, du stellst dir das alles ein bisschen zu einfach vor. Wir werden ja sehen. Bin ich froh, dass wir nur ein paar Tage weggefahren sind. Aber du hättest wirklich mal anrufen können. Wenn ich mir vorstelle, dass dieser Verrückte einfach so in deiner Wohnung rumspaziert ist. Das ist doch alles noch mal gut gegangen. Dank Olli. Wenn er sich nicht solche Sorgen gemacht hätte, ich darf mir gar nicht vorstellen, was da hätte alles passieren können. Genau, das wollte ich ja gerade vermeiden. Es ist ja alles vorbei. Der Typ sitzt irgendwo hinter Gittern. Ja, hoffentlich recht lange. Du, wenn du heute lieber mit Olli zusammen gewesen wärst, dann... Mit Olli? Ja, ich weiß ja nicht, wie ihr nach dem Ganzen zueinander steht. Er war in dieser Zeit mein allerbester Freund. Aber es ist nun mal nicht mehr so, wie es vorher war. Wie vorher? Bevor ich nach London gegangen bin. Vor John. Vor der Sache mit der Pille eben. Aber John war ja anscheinend auch nicht der Richtige. Und Olli ist es irgendwie auch nicht mehr. Wieso kann Olli eigentlich nicht immer so lieb sein? Wieso ist er manchmal so ein kompletter Idiot? Mit John Schluss gemacht, weil ich gedacht habe, dass es das Richtige ist. Und jetzt? Dann habe ich mit Olli Schluss gemacht, weil ich gedacht habe, dass das das Richtige ist. Und? Jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, was richtig ist. Erinnerst du dich noch, als ich mich zwischen Olli und Tom entscheiden musste? Mhm. Genauso fühle ich mich jetzt. Genauso hilflos, weil du nicht weißt, für wen du dich wirklich entscheiden sollst. Und grausam, weil du weißt, dass du einen wahnsinnig wehtun wirst. Genau. Ich musste mich damals auch zwischen Friedrich und deinem Vater entscheiden. Und glaub mir, das ist mir nicht leicht gefallen. Ja,
Wahrscheinlich ist das aber das Schicksal der Kuczynski-Frauen. Genau, dass alle Männer sie verehren. Eins weiß ich jetzt. Was? Im Moment habe ich die Nase gestrichen voll von den beiden. Weißt du eigentlich, wie spät es ist? Charlie! Hey, morgen! Weißt du eigentlich, wie spät es ist? Was? Ob du... Ach, komm. Sag mal, bist du wahnsinnig? Ich wäre gerade fast aus dem Bett gefallen. Oh, sorry, Alter. Aber weißt du, ich will Doro ein bisschen überraschen. Aha. Hey, warte! Ich habe das gerade frisch bezogen. Da nicht draufsetzen, okay? Doro kommt erst mittags. Du hast doch ein paar Stunden Zeit. Ist schon klar, aber weißt du, ich habe auch noch eine ganze Menge Sachen zu tun. Ich muss zum Beispiel dieses coole Schild hier noch aufhängen. Aha. Selbst gemacht. Na ja, klar, gestern Abend. Du gibst dir ja ganz schön Mühe. Na, ich denke, Doro soll es auch richtig nett haben, wenn sie kommt, weißt du? Klar. Wir sind auch alle froh, dass sie wiederkommt. Schau mal. Das Bild da, das habe ich mir von ihrer Mutter schicken lassen und dann habe ich sie einrahmen lassen. Mhm. Vermisst sie Robin noch arg? Ja, also ich glaube schon, aber sie sagt, dadurch, dass sie jetzt die Therapie gemacht hat, wird sie das Ganze ein bisschen besser hinbekommen. Und glaubst du, das stimmt? Naja, also rein körperlich ist sie jetzt auf jeden Fall weg von der Droge. Und sonst? Ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass sie es schaffen wird. Außerdem hat sie ja noch dich. Ja, hoffen wir es. Du bist ein perfekter Partner. In jeder Hinsicht. Ja, hoffen wir es. Viel Glück. Danke. Und drück mir den Daumen, dass Olli noch nicht im Bad ist. Ja. Yeah. Soweit ich mich erinnern kann, hatten wir doch eine Abmachung getroffen. Schon vergessen. Reicht das? Nichts für ungut. Nett, dass Sie Ihre Hausbesuche für uns verschoben haben. Ich hoffe, Ihre Patienten nehmen Ihnen das nicht übel. Ich eröffne mit 100. Hey, Doktorchen, mein Kollege redet mit Ihnen. Die 100 und noch mal 100. 100 und 100. Wo haben Sie denn plötzlich so viel Geld her? Medikamente an Interessierte verkauft? Keine Angst, Herr Doktor. Ihr Geheimnis ist bei uns in besten Händen. Die 200 und weitere 1000. Willkommen zu Hause, Doro. Wow, hast du hier aufgeräumt? Ja klar, ich habe mir extra den ganzen Tag dafür freigenommen. Dorothea hat mir 1A dabei geholfen. Aha. Genau, die hat mich tierisch gut unterhalten und die Zeit ist wie im Flug vergangen. Na, Haustier? Komm mal hier. Hast du mich auch vermisst? Hey, Doro, wir haben dich alle vermisst. Mike und Anna, die haben schon angerufen und gefragt, ob wir uns vielleicht später treffen. Das Bild habe ich mir von deiner Mutter schicken lassen. Lieb von dir. Sag mal, Doro, ist irgendwas? Ich meine, habe ich irgendwas Falsches gesagt oder so? Nein, es ist nur...
Was denn? Mann, ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll. Könntest du heute Nacht vielleicht woanders schlafen? Ich meine, es ist nicht für immer, nur für heute oder für nächste Woche. Aber... Charlie, es ist nicht wegen dir, okay? Ich verstehe dich nicht. Es ist so viel passiert in letzter Zeit. Ich brauche einfach ein bisschen Abstand, okay? Okay, klar, klar. Ich verstehe dich. Also ich schlafe einfach auf der Couch, okay? Wir können das ja für später aufheben. Hallo, weltstellender Gast. Spar dir deine Witze, Thorsten. Sag mal, was ist denn hier los? Warst du um und ich weiß von nix. Junggesellenküche für eine 3-Zimmer-Wohnung. Super. Ich find's gut. Was ist dir denn über die Leber gelaufen? Ich bin jetzt hier, um dir zu sagen, dass ich ab jetzt wieder hier wohne. Hat Andrea dich vor die Tür gesetzt? Muss ich einen schriftlichen Antrag einreichen, wenn ich in meiner eigenen Wohnung wohnen will? In unserer Wohnung. Solltest du nicht schon längst wieder im Geschäft sein? Und solltest du nicht schon längst in der Praxis sein, Dr. Westermeier? Allerdings so, wie du aussiehst. Zum Glück bin ich kerngesund und hoffe es auch zu bleiben, Herr Doktor. Am Anfang dachte ich, ich weiß ganz genau, warum ich abgesagt bin. Zuerst haust du ab nach Brasilien, weil du nicht weißt, ob du Paula oder mich liebst. Dann kreuzt plötzlich meine Mutter auf und haut mit Robbie ab nach Australien. Dafür könnte ich mich jetzt noch ohrfeigen. Ja, aber ich habe nicht deshalb Drogen genommen. Der Therapeut, der hat mir eine ganze Menge Fragen gestellt. Was waren das für Fragen? Ja, alles Mögliche, auch über dich. Über mich? Hm? Willst du wissen, was ich ihm gesagt habe? Naja. Ich habe ihm gesagt, dass du sehr nett bist und manchmal sogar ganz doll nett. Naja. Also, du hast ihm richtig über uns erzählt, oder was? Das gehört halt dazu. Naja, ist klar. Auf jeden Fall ist mir so einiges klar geworden. Ich habe da nämlich plötzlich so ein Muster entdeckt. Ein Muster? Mhm. Wie hat meine Mutter Probleme bewältigt? Indem sie gesoffen hat. Ah, ja klar. Und du denkst jetzt, dass... Ich kenn's ja nicht anders. Hast du ein Problem, dann schütte ich zu, egal womit. Aber das wird mir jetzt auf keinen Fall mehr passieren. Glaubst du mir das? Ja, das glaube ich dir. Ich will nicht so werden wie meine Mutter. Doro, du wirst nicht wie deine Mutter. Wir beide zusammen, wir können es schaffen, weißt du? Hm? Ach, Charlie, haben wir nicht noch eine Verabredung? Was? Naja, wir wollten uns doch mit Anna und Maike treffen. Hm? Ich denke, ich weiß, dass ich wahnsinnig viel Fehler gemacht habe. Und dass ich ein Idiot bin, weiß ich auch. Es tut mir alles wahnsinnig leid. Aber denk doch mal dran, wie viel Schönes wir miteinander erlebt haben. So viel Traumhaftes. Ich liebe dich, Tinker. Komme! Hast du wieder deinen Schlüssel vergessen? Jetzt kommt der große Wurf. Oh Gott, Maike. Wirfst du schon mit Billardkugeln? Hallo! Hallo! Hey! Hallo, ihr beiden! Hallo! Wie geht's dir denn? Hey, ich bin richtig froh, dich wiederzusehen. Ich bin auch froh. Und? Habt ihr euer Wiedersehen schon gefeiert? Na klar. Denkst du? Das Gerät. Hey, es war eine harmlose Frage. Und? Habt ihr Lust auf ein Spiel?
schaffen. Jetzt lass Dore doch erst mal sehen, wie es ihr geht. Mir geht's gut, Maike, danke. Hey, ich freue mich wirklich, dass du wieder da bist. Ich freue mich auch, dass du wieder da bist. Aber jetzt wird weitergespielt. Komm, Mensch, Anna. Maike will sich nur vor der sicheren Niederlage drücken. Stimmt's. Blödsinn. Na, wenigstens hat sich hier nichts geändert. Es ist schön, wieder da zu sein. Klar dann. Maike hat keine Chance. Anna. Du wolltest mich vorhin schon mit diesen Billardkugeln beballern. Weißt du? Ja, dann gehen wir doch alle am besten in Deckung. Das ist eine gute Idee. Am besten unter den Tisch. Okay. Oh. Ich hab's gewusst. Das ist Psychoterror. Klar. Und der Liebe wie im Spiel ist alles erlaubt. Okay. Du gehörst disqualifiziert. Ja, finde ich auch. Oh, unterstützt du mich wenigstens? Was? Ich brauche deine Hilfe gegen die beiden da. Mach mit. Maike, tut mir leid, ich muss jetzt gehen, ja? Wieso? Hey, Doro, warte mal. Was ist los? Gar nichts, ich habe einfach keine Lust, Billard zu spielen. Okay, dann komme ich mit, ja? Ich gehe schon nicht verloren. Du, das macht mir nichts aus, wirklich. Charlie, ich brauche niemanden, der auf mich aufpasst. Doro, wo gehst du hin? Nach Hause. Ich will einfach mal allein sein. Ciao. Wo haben Sie denn plötzlich so viel Geld her? Ja, bitte? Ach, Herr Dr. Westermeier. Ach, der Sonntag. Ja, ja. Ja, die Praxis ist leider schon geschlossen. Kommen Sie morgen wieder? Okay. Gut. Tschüss. Wiedersehen. Hier ist die Praxis von Dr. Roman Westermeier. Leider rufen Sie außerhalb unserer Praxiszeiten an. Falls Sie eine Nachricht hinterlassen möchten, sprechen Sie nach dem Signalton. Hallo, Roman. Ich bin's, Andrea. Ich wollte dir nur sagen, ich verstehe, dass du mit deiner Spielsucht alleine fertig werden willst. Aber du musst mir damit nichts beweisen. Bitte mach diese Therapie. Nimm einmal die Hilfe von anderen an. Bitte, Roman, uns zuliebe. Ihre Freundin hat recht. Was geht Sie das an? Hallo, Tinker. Hi, Tinker. Sie waren wieder nicht bei den anonymen Spielern. Ich bin Ihnen keine Rechenschaft schuldig. Sie haben mich um Hilfe gebeten. Ich schaffe das alleine. Eine Sucht überwindet man nicht allein. Sie brauchen Hilfe, und zwar dringend. Was wissen Sie schon? Vielen anderen geht es genauso wie Ihnen. Das ist das Erste, was Sie realisieren müssen. Aber dazu müssen Sie in eine Therapie gehen. Herr Dr. Westermeier, jetzt können Sie noch alles retten. Ihre Beziehung, Ihre Praxis. Oder wollen Sie, dass Ihre Freundin Sie aufgibt? Dass auch noch Ihre Praxis in Verruf gerät? Was soll das heißen? In Verruf geraten? Sie tragen als Arzt eine große Verantwortung. Ja, das weiß ich. Wollen Sie vielleicht andeuten, dass... Schenken Sie Ihren Patienten wirklich noch Ihre ganze Aufmerksamkeit? Ja, das tue ich. Gegenfrage. Kann ich noch zu Ihnen Vertrauen haben? Das müssen Sie wissen. Sind Sie sich bei allen Diagnosen sicher, dass Sie nichts übersehen haben? Ja, allerdings. Während Sie daran denken, wann es das nächste Spielchen gibt, wo Sie das Geld dafür herkriegen. Das muss ich mir nicht länger anhören. Wer sind Sie eigentlich? Verlassen Sie meine Praxis. Es tut mir leid, wenn ich Sie... Raus. Ich bin vielleicht spielsüchtig, aber das hat mit meinen Fähigkeiten als Arzt nichts, aber auch rein gar nichts zu tun. Machen Sie sich doch nichts vor, Herr Dr. Westermeier. Hallo, wie geht's? Lange nicht gesehen. Hey, ich habe dich was gefragt. Danke, mir geht's gut. Und einfach so vorbeizugehen, ohne guten Tag zu sagen, das ist nicht die feine englische Art.
Und keine Kinderstube gehabt, oder wie? Naja, wegen guter Führung werden sie dich nicht früher gehen lassen haben. Aber weißt du, du siehst wieder richtig gut aus heute. Danke, ich habe eine Therapie gemacht, falls du das meinst. Hey, logisch. Eine Frischzellenkur übers Sozialamt gesponsert. Ich lach mir gleich Falten ins Gesicht. Jetzt erzähl schon, wie war's im Knast? Ha? Ringo, ich bin clean, ich brauche nichts mehr von dir und jetzt lass mich jetzt gehen. Jetzt entspann dich. Genieß das Leben, so wie die da. Ha? Siehst du, das juckt die nämlich gar nicht, dass ich in diesen miefigen Spießermuff nicht reinpasse. Oder ich eben mal ein bisschen fester im Arm halte. Die schnallen das nicht. Die Ahnungslosen. Hier gibt's nämlich keine Szene. Hier lebt man ganz gemütlich vor sich hin. Denkt am Montag schon ans Wochenende. Fährt mit dem Wagen spazieren und hat auch sonst keine Sorgen. Man grüßt sich sogar. Wie unter alten Freunden. Dann kannst du mich ja jetzt loslassen. So, kann ich das wirklich? Ja, braves Mädchen. Es geht doch nichts über unsere gute alte Freundschaft. Oder hast du das etwa schon vergessen? Ja, das habe ich vergessen. Das lässt sich aber wieder auffrischen. Da bin ich ein toleranter Mensch. Schau. Hier. Nur für dich. Lass mich in Ruhe. Na, heute kostenlos. Ha? Hier ist die Praxis von Dr. Roman Westermeier. Leider rufen Sie außerhalb unserer Praxiszeiten an. Falls Sie eine Nachricht hinterlassen möchten, sprechen Sie nach dem Signalton. Guten Tag, Städtisches Krankenhaus Köln, Notaufnahme. Wir bitten Sie dringend... Westermeier, hallo? Worum geht's denn? Gut, dass ich Sie erreiche, Herr Doktor. Bei uns wurde vor kurzem ein Patient eingeliefert. Leider ohne Papiere. Und warum rufen Sie mich gerade an? Wie kann ich Ihnen helfen? Er hat ein von Ihnen ausgestelltes Rezept bei sich. Ah, das ist natürlich ein Hinweis, verstehe. Aber auf dem Rezept müsste doch irgendein Name stehen. Leider ist es mehrmals gefaltet und daher völlig zerknittert. Dann ist es wahrscheinlich uralt und wurde vergessen. Nein, nein. Sie haben das Rezept erst gestern ausgestellt. Vielleicht erinnern Sie sich ja noch. Gestern? Was ist da mit dem Patienten? Wir vermuten eine Überdosis Tabletten. Was sagen Sie? Überdosis? Der Patient schwebt in Lebensgefahr. Larry. Es wird viel passieren. Wow, wow. Nichts bleibt mehr gleich. Nichts bleibt beim Alten wie gehabt. Es wird viel passieren. Es wird viel, es wird viel, es wird viel passieren. Oh, wow. Nichts bleibt mehr gleich. Nichts bleibt beim Alten wie gehabt. Es wird passieren. Oh, wow. I believe in love. Hey, ist eure Judith. Ihr hört jetzt meinen neuen Hit aus dem Marienhof. I can still believe. Jetzt überall.